Alter, zum Glück habe ich das gesehen. Ja, schon wieder so ein Video. Ich stehe schon wieder genau hier an diesem Punkt von meiner Werkstatt, aber dieses Mal steht hier keine Horizontalfräse. Die zeige ich dir in dem Video. Heute geht es um hier so eine Flott-Standbohrmaschine. Man sieht, sie ist schön alt. Sie ist zwar nicht grün, aber das ist so ein Flanellgrau. Ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Hier ist zwar so eine Kurbel dran, finde ich aber nicht so gut, weil da rennt man ganz, ganz gerne mal schnell rein. Das heißt, da werden wir uns was Neues machen. Dann werden wir natürlich hier alles ein bisschen sauber machen. Wir werden das alles ein bisschen überholen. Nicht übertrieben, denn ich finde den Look von dieser Maschine, so wie sie jetzt ist, cool mit der alten Farbe. Deswegen, neue Farbe kommt keine drauf. Aber da ist noch ein bisschen mehr Zeug zu machen. Ihr seht, hier sind so ein paar Löcher drin. Das war vorher eine Maschine von einem Ausbildungsberuf, beziehungsweise eine Ausbildungswerkstatt. Und wahrscheinlich haben sich die Azubis gedacht, komm, wir bohren hier mal so ein paar Drainagelöcher rein, damit das Kühlmittel ablaufen kann. Ist nicht sonderlich wild, denn wir werden uns hierfür noch einen Bohrtisch bauen. Jetzt denkt jeder so, der 100. Bohrtisch. Nicht ganz, ich werde ein bisschen anders bauen, ein bisschen größer, mit ein paar Schubladen. Könnte, denke ich, für den einen oder anderen ganz cool sein. Und natürlich werden wir das hier auch wieder so ein bisschen schick machen. Das müssen wir auch machen. Was ich ja sehr praktisch hier in dieser großen Werkstatt finde, ist, dass man die Möglichkeit hat, so eine Arbeitsfläche neben das Projekt zu schieben. So kann ich eben ein bisschen Werkzeug hier drauflegen und kann es direkt benutzen. Finde ich sehr praktisch. Ich werde jetzt erstmal so das alte Fett und so diesen ganzen Rotz auf gut Deutsch, werde ich erstmal mit ein bisschen Verdünnung runterreiben. Das sieht alles immer ganz schlimm aus, ist es aber meistens nicht. Wenn man mal so das Schwarze, diesen schwarzen Dreck runterbekommt, dann sieht es schon in den meisten Fällen gar nicht mehr so schlimm aus. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sich für dieses Thema interessiert, sich solche alten Maschinen zuzulegen oder halt eben die Maschinen, die man schon besitzt, mal so zum Teil auseinanderzubauen. Das ist wirklich super interessant. Es macht Spaß, so eine Maschine auseinanderzubauen. Und man kann, wie ich finde, sehr viel lernen, weil man Bauteile sieht, wie sie früher hergestellt wurden und wie sie auch verbaut wurden. Bei solchen Arbeiten nutze ich auch hin und wieder meine Reinigungsstation. Das ist ein 200 Liter Fass, unten drunter gefüllt mit Kaltreiniger. Damit lassen sich solche Teile wirklich sehr schön sauber machen. Kurzer Schnitt oder kleine Unterbrechung, während ich das Ding sauber mache. Wenn ihr euch sowas holt, ist ganz normal, ihr müsst als erstes das Mäusenest aus dem Spindelkopf oben rausholen. Ist kein Scherz, da ist ein Mäusenest drin. Als ich eben so geschaut habe, habe ich hier so reingeguckt. Man kann es auf der Kamera, glaube ich, fast gar nicht erkennen. Ne, man erkennt es fast gar nicht. Hier sind so ein paar Zweige gewesen. So, dann räumen wir mal das Nest. Alter, zum Glück habe ich das gesehen. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass da eine Maus reinkrabbelt. Aber schaut vielleicht auch aus dem Grund bei euren alten Maschinen auch mal nach. Weil wenn die da das Kabel anknabbert und da halt super viel brennbares Material drin ist, halt nicht, dass deswegen eure Werkstatt abbrennt. Das wäre schon sau ärgerlich. Das Häuschen ist geräumt, jetzt können wir weitermachen. Ein klitzekleiner Vorher-Nachher-Vergleich. Wie ich finde, sieht das schon sehr gut aus. Auch habe ich eine andere Art von Schmiernibbeln entdeckt. Die habe ich unter dem ganzen Dreck vorher nicht mal gesehen. Probier das auf jeden Fall mal zu Hause aus. Nimmt mal einfach ein bisschen Öl und behandelt diese metallenen Oberflächen mit Öl. Das ist so abgefahren, wie gut das danach nochmal aussieht. Nachdem die ganzen Bauteile dann gereinigt waren, konnte ich auch so langsam wieder anfangen, alles zusammenzubauen. Alle Bauteile, die wirklich immer benutzt werden und wo man nicht so direkt mit einer Ölung drankommt, wie zum Beispiel hier bei dem Hub. Diese Bauteile habe ich gut mit Öl behandelt, damit das auch ja schön geschmiert ist und schön leichtgängig funktioniert. Es ist jetzt schon echt ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal an dieser schönen Maschine gearbeitet habe. Heute geht es damit weiter, aber ich weiß gerade nicht, was ich das letzte Mal gesagt habe. Auf jeden Fall wird das heutige Video gesponsert von mir. Moment. Endlich habe ich mein manierliches Label für mein Konterholz-Holz-Finish. Was ich, glaube ich, hier am witzigsten finde, ist die Beschreibung auf Saarländisch. Da beschreibe ich dir auf Saarländisch, wie du diesen kompletten Paketinhalt am besten verwertest. Ist ganz witzig geworden. Übrigens, ein Lappen ist auch dabei. Das heißt, wenn das bei dir ankommt, kannst du direkt loslegen. Wenn du dir ein bisschen weh tust,
ist das auch kein Problem, weil dafür habe ich auch gesorgt. Ich will es gar nicht so in die Breite treten, weil die Leute, die sich schon eine Dose Finish geholt haben, wissen, wovon ich rede. Sticker sind natürlich auch dabei und halt auch noch so ein paar andere Goodies. Ich zeige dir mal kurz, wie es aussieht, wenn man das benutzt. Ich benutze mittlerweile verbesserte Blechdosen. Die kann man einfacher öffnen und halt eben auch einfacher wieder von Hand verschließen. Das Ganze ist aus Blech. Ich habe mich bewusst gegen Kunststoff entschieden. Da wäre vielleicht eine schönere Drehöffnung dran gewesen, aber ich wollte nicht unnötig Plastikmüll erzeugen. Deswegen sind die Dosen aus Blech. Sie sind auch einfach viel stabiler, weil so viel wieder drin ist, reicht diese Dose auch wirklich sehr, sehr lang. Also da habt ihr sehr lange dran. Wundert euch auch nicht, wenn das Ganze transportiert wird, wird es ja jetzt derzeit wieder ein bisschen wärmer. Da kann es sein, dass sich so ein bisschen Öl hier oben ablagert. Ist aber nicht schlimm. Meistens, wenn das dann einfach in eure Werkstatt stellt, ist es einen Tag später schon wieder genauso wie jetzt. Also macht euch da keine Sorgen. Da holt euch einfach hier eine Packung raus. Und dann könnt ihr das einfach hier auftragen. Hier war ein ganz, ganz feiner Riss von der Verästelung hier. Das konnte ich hier mit dem Finish ausfüllen und sieht somit auch super schön aus. Kann ich leiden, wenn er bestellt, Philipp. Ah, schon bestellt, super. Ja. Beim eBay bestellt. Guck mal, wie finden die Oberfläche. Geil. Das ist eh ein Brett? Das habe ich verleimt. Verleimt, ne? Mit was hast du das gemacht? Und mit meinem Finish habe ich das behandelt. Geil. Ja, weil ich mich mit dem Förster getroffen, ja, Baustelle zu machen, ne? Alles haben wir geheilt. Der muss jetzt 200 Jahre all die Eiche wird weggemacht, ne? Das ist so ein Baum, so ein Ding. Der muss leier bleiben als Biotop. Ne? Echt? Aber faul, welche kaputt, der Saat. Schau doch gerne mal in die Videobeschreibung, da werde ich dir den passenden Link von diesem Finish reinpacken. Es sind jetzt auch super viele Bilder dabei, damit ihr sehen könnt, was ihr alles damit machen könnt. Leder könnt ihr nämlich auch mit bearbeiten. Da ist auch ein kleines Anwendervideo dabei, damit ihr das auch nochmal in Action siehst. Wie gesagt, du findest einen Link zu meiner Webseite. Wenn du es auf Amazon bestellen möchtest, wirst du dort aber auch den passenden Link finden. Jetzt geht's weiter mit dem Projekt und ich zeige dir kurz, was ich jetzt noch geplant habe. Ich wollte die Maschine ja gar nicht überrestaurieren, weil diese ganzen Kampfspuren, die sie über die Jahrzehnte bekommen hat, finde ich einfach sehr schön und authentisch. Eine Sache werde ich mir aber noch dafür bauen, und zwar ist das ein Bohrtisch. Nicht einfach ein Bohrtisch, ein bisschen speziellerer Bohrtisch. Damit geht's jetzt los, also fange ich mal schleunigst damit an. So ist das, wenn man gute Fräser benutzt. Lecco mio. Nothing to ask, nothing. Damn, this crush is hard.
Das sind die Griffe für die Schubladen. Ich habe eine riesige Information für euch, und zwar gibt es ab sofort Drechseleisen bei mir im Shop. Nicht irgendwelche Drechseleisen, sondern Kirschendrechseleisen. Die sind richtig gut. Bei jedem Drechseleisen, was es derzeit gibt, findet ihr auch ein kleines Erklärvideo. Warum, wieso, weshalb. Die meine Videos schon länger kennen, wissen, dass ich hier diese Drechseleisen selbst schon seit 4-5 Jahren benutze. Also geht mal zurück zu den alten Drechselvideos. Da benutze ich in jedem Projekt mindestens eins von diesen Drechseleisen. Und auch hier diese Knöpfe hier, die habe ich eigentlich größtenteils mit den Drechseleisen, die es jetzt auf meiner Webseite gibt, gedrechselt. Sind die HSS-Drechseleisen, lasst euch da nicht beirren, das sind die mit dem dunklen Heft, es gibt auch die mit dem hellen Heft, die haben aber keine HSS-Qualität, also das hier ist so auf gut Deutsch der geile Scheiß. Eine wichtige Info noch, es gibt zu jedem Drechseleisen 3 eigene Videos, also zu jedem Drechseleisen, was es derzeit gibt, gibt es 3 Videos, wie man die schleift, trocken, wie man die schleift, nass und ein Erklärvideo. Ich glaube, das hier von der Röhre hier, das ist, glaube ich, irgendwie über 20 Minuten lang. Da zeige ich euch so viele Tricks und Kniffe. Alle Informationen findet ihr in meinem Shop. Und jetzt geht's weiter mit dem Projekt. Müsst euch vorstellen, wenn ihr was in der Bohrmaschine bohrt und bohrt vielleicht dann auch mal Metall, wo man dann Öl oder eine andere Art von Kühlung holt, dann hat man das schnell an den Händen. Ich habe ja schon festgestellt, dass wenn das Holz gerade unbehandelt ist oder es geölt ist oder gewachst oder was auch immer und man greift dann mit diesen öligen Händen da super oft dran, dann sieht das echt sehr schnell nicht mehr schön aus. Deswegen lackiere ich das auch, weil bei Lack kann man es mal abwischen, weil die Oberfläche halt zu ist. Das wollen wir in dem Fall und deswegen gibt es eine Schicht Lack. Bei den Schubladen habe ich mal was überlegt. Dieser Bohrtisch hier, der ist ja relativ tief. Und ich weiß, dass ich nicht so viel Zeug hier eigentlich reinpacken will. Das ist eher mal, wenn man eine Bohrkassette hat, dass man die reinlegen kann. Das bedeutet, ich brauche nicht die komplette Tiefe von unseren Schubladen. Und deswegen werden wir hier einen kleinen Trick anwenden, dass wir quasi Vollauszüge haben. Wie das geht, seht ihr jetzt. Bei einer normalen Schublade würde ich das Brett jetzt hier hinten bündig festschrauben. Das brauche ich aber nicht, also diesen vielen Platz brauche ich nicht. Deswegen rücke ich das Ganze einfach ein bisschen nach innen. Dann habe ich hier quasi sowas wie Laufschienen. Und so kann ich dann komplett die Schublade rausziehen und sehe alles, was drin ist, weil ich halt eben hier dieses Material noch habe. Und so haben wir halt eben jetzt eine Schublade, die hier perfekt reinpasst. Und wir können sie halt komplett rausziehen, sehen, was drin ist, ohne dass die halt rausfällt. Und jetzt passt auch diese Schublade super gut. Ich habe hier noch ein paar Reststücke Eiche, die sind doch nicht perfekt für die Schublade vorne, das ist ja viel zu klein. Ich habe da noch ein bisschen Eichenholz gefunden, das werden wir jetzt herrichten, damit wir daraus die Schubladenwände machen können. Bevor ich euch diesen fertigen Bohrtisch zeige, müssen wir uns noch um 2 Dinge kümmern. Und zwar ist als erstes mal ganz offensichtlich hier kein Hebel dran. Also der Originale ist noch da. Ich finde ihn aber nicht so gut, weil wenn er mal so steht, tut man sich halt voll weh, wenn man da reinläuft. Und vor allem will ich hier 4 Griffe dran haben, weil das einfach, wie ich finde, ein bisschen ergonomischer ist. Und das zweite größere Problem ist die Feder hier drin. Und zwar holt ihr das Teil hier nicht mehr hoch. Ich werde jetzt mal was ausprobieren. Dazu werde ich jetzt halt allererstes mal die Feder ausbauen. Das geht hier eigentlich relativ einfach. Wir haben hier oben
die ganzen Riemenscheiben und hier oben drunter befindet sich die Feder. Du könntest einmal die Spindel arretieren bzw. fixieren, damit das Teil gleich nicht runterplumpst. Das hier ist die Feder und das Problem ist einfach nur, dass sie über die ganzen Jahre immer relativ stark unter Spannung stand und ich gehe mal davon aus, dass sie deswegen so ein bisschen ihre Federwirkung verloren hat. Und jetzt werden wir mal probieren, sie zu längen, sie zu härten, damit sie dann nochmal ein bisschen besser funktioniert. Länger ist die Feder jetzt auf jeden Fall mal wieder. Oh ja. Ich würde mal sagen, die Reparatur ist gelungen. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich hier oben dieses kleine Stück. Das ist dann nur ein kleiner Toucher. Und dann fährt das Ding auch bis ganz nach oben. Also das ist wirklich genial. Der Bottich wird montiert. Und das Projekt ist fertig. Mein Bottich ist fertig, die Bohrmaschine funktioniert. Wir haben die Feder wieder hergerichtet. Und jetzt werden wir mal was bohren. Das Bohrfutter hier drauf ist nur ein Provisorium. Ich habe gerade keine passende Aufnahme für die größeren Bohrfutter, die ich noch habe. Deswegen muss ich das all hier noch tun. Wir werden jetzt erstmal ein kleines Loch bohren. Die Maschine ist mich jetzt gerade auf der schnellen Geschwindigkeit eingestellt. Das ist die schnelle. Man kann hier vorne den Motor entspannen und dann kann man die Geschwindigkeit umlegen. Das werden wir gleich machen, aber jetzt bohren wir erstmal was. Ich entspanne jetzt hiermit mal den Motor. Und dann sieht man hier oben den Riemen, damit kann man schnell zwei Geschwindigkeiten verändern. Hier oben kann man natürlich noch genauer die Geschwindigkeiten einstellen. Und jetzt kann ich den Motor wieder spannen. Ich komme jetzt mit meinem Material hier nicht runter. Und da ist das Schöne an der Säulenbohrmaschine, dass man einfach sich runterkurbeln kann. Speziell bei sehr, sehr großen Bohrern spannt man die nicht mehr in ein Bohrfutter ein, sondern treibt die direkt hier in die Spindel ein. Dafür hat man hier so einen Austreibkeil, das hier ist jetzt so ein automatischer, da muss man nichts mehr mit dem Hammer schlagen. Den führt man hier so rein, kann halt eben dann hier diese MK2-Aufnahme inklusive Bohrfutter rausziehen. Und dann kann man hier den Bohrer direkt in die Spindel einsetzen. Das treibt man einfach so rein und jetzt ist man bereit zum Bohren. Wir haben ja gar nicht vorgebohrt, aber das ist das Geniale an diesen alten massiven Bohrmaschinen. Da kann man zur Not auch mal ohne Vorbohren direkt reinbohren.
Um Gottes Willen, ich weiß, das macht man nicht. Ich würde das auch so normalerweise nicht machen. Das war nur mal eine kleine Demonstration für euch, damit ihr seht, was möglich ist. Es war ein 23er Bohrer ohne Vorbohren. Ich glaube, der ist auch nicht wirklich hinterschliffen, damit ihr mal wisst, wie viel Bums dahinter ist. Also das ist schon ganz schön brutal. Deswegen, wenn an so einer Maschine arbeitet, lasst am besten die Handschuhe aus und zieht keinen Pulli an, wo irgendwelche Franseln raushängen. Weil wenn ihr einen 23er Bohrer hier direkt durch so einen 12er Flachstahl durchdrücken könnt, dann kann der auch euch ganze Gliedmaßen abreißen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Maschine. Ich habe jetzt auch schon einige Projekte mit umgesetzt. Wenn dir dieses Projekt gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn dann bekommst du in Zukunft einfach weiterhin meine Videos angezeigt. Jetzt kann ich in Zukunft mir überlegen, ob ich zum Vorbohren die Maschine benutze und diese nur für die dicken Löcher benutze. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.